KT zu Gurkenberg ist Dr. Null in Vorerst gescheiter. Was bisher geschah? Dr. Null war wegen irgendeiner kleinen Sache vorübergehend abgeschrieben. Ich dachte, der hatte abgeschrieben. Egal. Jedenfalls ging es wegen irgendeiner rein formalen Nichtigkeit, die natürlich sofort von der Opposition ausgeschlachtet wurde, plötzlich nicht mehr so recht aufwärts. Obwohl selbstverständlich klar war... Es war kein Betrug. Verstanden? Ich hatte lediglich eine etwas chaotische Arbeitsweise, klar? Naja, doch so sehr ihn auch viele verteidigten, als die Dinge geringfügig außer Kontrolle gerieten... Ich hinterlasse ein gut bestelltes Haus. Irgendwann wurde Dr. Null dann doch abgeschossen. Und zwar in ein durchaus ungewohntes Arbeitsumfeld. Und sein schärfster Widersacher, der Erzhorst Seefeld, konnte triumphieren. Haha, da bröselt die adlige Drecksau, die adlige. Doch zu früh gefreut. Dr. Null war durchaus in der komfortablen Lage, mit sich und seiner Familie zu entkommen. Nach Amerika, wo er volle 8 Monate völlig ohne öffentliche Aufmerksamkeit durchhalten musste. Doch gerade hier, in der Fremde, lernte Dr. Null alles über die Geheimnisse einer gelingenden Finanzwirtschaft, darüber, wie wichtig es ist, Kurs zu halten. Und dieses Dings, Bescheidenheit. Er hat erlebt, wie es ist, wenn man ruft und keiner hört mehr zu. Doch jetzt ist er wieder da. Ach du Scheiße, was willst du denn schon wieder? Ich halte mir alle Optionen offen, diese hier zum Beispiel. Wird der Erzhorst Seefeld nun dran glauben müssen? Ich bin gekommen, um das jetzt mal vorläufig hier zu übernehmen. Geschleicht die Burschi. Mir sonfei immer noch die Mehrheit da daheim. Geh da, schaukst Schmalzlocke. Doch der Erzhorst hat ein Problem. Dr. Null weiß genau, wie tief Seefeld in Bayern in der Scheiße steckt. Und ohne mich wird sie ganz fix noch ein bisschen tiefer. Tschö, Horsti. Doch nicht alle sind gleich begeistert von Dr. Nulls Rückkehr. So, die Damen, zieht euch warm an. Ich wäre dann jetzt mal wieder da. Das trifft sich ja toll. Dann zeigt die Uschi dir gleich mal, wer die nächste Kanzlerin wird. Und ich zeig dir auch was. Überlegen was. Wird Dr. Null sich durchsetzen können oder gilt am Ende das alte Motto? Es ist nicht schlimm, wenn mal einer auf die Fresse fällt. Es wäre nur schön, wenn er dann auch liegen bleiben würde. Zumindest wäre es vorerst gescheiter.